Also es hat insgesamt 8 Jahre in Anspruch genommen, wobei wir natürlich nicht 8 Jahre lang daran gearbeitet haben, aber weil wir mit Unterbrechungen aufgenommen haben und jedes Jahr einen Band, es sind 7 Bände und es hat sich dann die Zeit irgendwie in der Zeit so verschoben, dass es 8 Jahre covert, wie man so schön sagt. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass nur in der Zeit, wir haben meistens so 10 bis 14 Tage lang aufgenommen in Berlin, was aber nicht bedeutet, dass das der gesamte Arbeitsaufwand sowohl meinerseits auch von Seiten der Technik war, weil die Vorbereitungszeit eigentlich das Wesentliche war dabei und es sind diese Texte, diese unendlich langen Sätze muss man schon sehr genau vorbereiten, dass man es dann einigermaßen, also ganz sicher nicht schnittlos, aber einigermaßen in einer vernünftigen Zeit aufnehmen kann. Wenn man gesund bleibt, und ich bin Gott sei Dank in der Zeit, wenn wir aufgenommen haben, immer gesund gewesen, hatte keine Stimmprobleme, da kann man so jeden Tag 5 Stunden machen. Aber wenn man das ein paar Tage gemacht hat, ist es dann auch genug. Ist ganz gut, wenn eine Pause kommt und man sich wieder rekreieren kann. Bin ich morgens ins Studio gekommen, meistens um 10. Und dann haben wir mit Unterbrechungen 5 Stunden aufgenommen. Und das ergab dann meistens 2,5 Stunden, die brauchbar waren. Weil wir haben, es wurde ja zuerst gesendet, bevor das Hörbuch gemacht wurde, wurde es im Radio gesendet. Ich habe es also mindestens 2-mal ganz durchgearbeitet mit Einzeichnungen und habe aber dann unmittelbar am Tag vor der Aufführung mich dann nicht mehr damit beschäftigt, weil ich dann auch dazu neige, es dann laut zu lesen und das geht dann auf die Stimme und dann fehlt einem das an Stimmkraft am folgenden Tag. Teilweise. Nein, ich bin sehr früh damit in Kontakt gekommen, weil ich die Übersetzerin Eva Rechel-Mertens gekannt habe und als ganz junger Mann kennengelernt habe und damals also neugierig auf das Werk, weil ich hatte noch nie mit einem so umfassenden Werk zu tun, habe ich angefangen, es zu lesen. Muss aber gestehen, dass ich es also so ich war damals so 18, 19, dass ich dann relativ bald aufgegeben habe, weil ich so vieles nicht verstanden habe, ja, weil mir vieles langweilig vorkam, was ich später, auch gerade Passagen, die mir später also ganz besonders gut gefallen haben, ich glaube, man muss ein bisschen gelebt haben, um die Dimension dieses Werkes zu erkennen und dann auch das Durchhaltevermögen, dass man auch über Passagen kommt, die vielleicht etwas langwierig sind. Und das gibt es in dem Werk durchaus auch. Ich habe verschiedene Lieblingsfiguren eigentlich darin. Es ist nur so, dass man bei manchen Figuren beobachtet, dass wenn man sie dann eben in ihrer Entwicklung kennt, dass sie einem näher kommen oder dass sie sich eher entfernen, weil Menschen entwickeln sich oft zum Sympathischeren oder zum Unsympathischeren. Und das habe ich bei einigen Figuren durchaus beobachtet. Also der Marcel,
der, es ist ja ein, eigentlich letztendlich ein autobiografisches Werk, der, der gewinnt ganz entschieden mit dem Alter, weil man in seiner Jugend, also ich darf nicht sagen Mann, ich habe den Eindruck gehabt eines etwas, eines selbstverliebten Schnösels, und der aber mit wachsender Reife einem, also mir immer sympathischer geworden ist. Es ist ja ganz normal, wenn man jemanden dann so gut kennt oder zu kennen glaubt, dadurch, dass man alle Details seines, seines Lebens, seines Gefühlslebens vor allem kennt, verändert sich natürlich leicht die Einstellung zu so jemandem. Es ist aber eine der besten, bestgezeichneten Figuren ist der Baron Charlus, der von Anfang bis Ende eine unsympathische Figur ist, aber wie das Unsympathische oft eine Faszination hat, so hat das auf mich gewirkt. Oder es gibt den Bloch, einen Freund von und Altersgenossen von Marcel in dem Roman, und der wird eigentlich vom ersten Moment an als lächerliche Figur gezeichnet, was ganz interessant ist, weil er ist der prononcierteste Jude in diesem, und er wird mit in geradezu, muss ich sagen, antisemitischer Weise wird der als lächerliche Figur gezeichnet. Es ist ein anderer Jude, Swann nämlich, der also lange Zeit die Hauptfigur des, des Werkes ist, den liebt man. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, Proust ist antisemitisch, aber er hat eben gesehen, es gibt eben auch unsympathische Juden. Und das ist, finde ich, sehr, 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 sehr geschickt gemacht. Er selbst war ja Halbjude, seine Mutter war Jüdin, und er hat das eigentlich in seinem Leben immer irgendwie weggedrückt, genau wie die Homosexualität. Er macht sich über Homosexuelle in ganz erstaunlicher Weise lustig und wollte ja selbst nie als Homosexueller erkannt werden. Wir waren uns sehr einig darüber. Also es kann mich nicht erinnern, dass zu irgendeiner Figur, Ralf Schäfer, der das sehr, sehr gewissenhaft betreut hat und auch sehr hilfreich dann Dinge beigetragen hat, die, wenn Ausspracheprobleme waren, weil es kommen so viele Namen vor, die durchaus keine französischen Namen sind. Und da muss man sich dann darüber klar werden, ob man, wie man einen Namen ausspricht. Ist zum Beispiel, was mir auch in anderem Zusammenhang schon aufgefallen ist, es gibt die aristokratische polnische Familie Radziwill. Wir nennen sie Radziwill. Sie heißen aber in Wirklichkeit Radziwiłł. Kein Mensch weiß, von wem die Rede ist, wenn man Radziwiłł sagt, nicht? Da muss man sich dann darauf einigen, dass man die bei uns gebräuchliche Form verwendet. Da hat Ralf Schäfer sehr, sehr darauf geachtet. Und wissen Sie, es macht auch so einen großen Unterschied für jemanden, wer da, für den Leser, wer da hinter der Glasscheibe sitzt. Ich hatte früher kein Hörbuch gehört. Also es ist nicht die allererste Hörbuchaufnahme, die ich gemacht habe. Aber durch das Hören von Hörbüchern bin ich durchaus auf den Geschmack gekommen der Sache. Und es gibt ja manche Hörbücher, wie zum Beispiel, also für mich eine Offenbarung, diese Lyrikstimmen, die im Hörverlag erschienen sind. Das finde ich fantastisch. Also wenn man hört, wie Autoren, Lyriker und Lyrikerinnen
die ja oft gar nicht die besten Leser ihrer Vorleser ihrer Werke sind, wie einem das weiterhilft, um etwas zu erkennen. Und mein größter Eindruck diesbezüglich war überhaupt, und wie ich lernte, das Hörbuch zu schätzen, war die Lesung des Josefs-Romans durch Gerd Westphal. Weil ich bin ein großer Liebhaber von Thomas Mann und habe öfters angefangen, den Josefs-Roman auch noch zu lesen. Ich habe aufgegeben, weil ich es nicht tun. Und dann habe ich im Radio gehört, das war auch am Morgen vorgelesen in Berlin, die damals schon gar nicht mehr neue Aufnahme von Gerd Westphal. Und da bin ich drauf gekommen, was das sein kann, was das in einem wecken kann. Und ja, auf seinen Spuren bin ich bemüht, das ähnlich zu machen.